WDR Zeitzeichen. Stichtag heute. 3. September 1972. Der Todestag von Hans Karl Mayer, Retter vieler Juden. Bereits am ersten Tage stößt die Leibstandarte nach Überschreitung der holländischen Grenze bis zur Eisellinie vor. Am Anfang, nach dem Überfall 1940, waren sie noch zurückhaltend, die deutschen Besatzer. Doch als sie alle Juden in den Niederlanden registriert hatten, begann die systematische Entrechtung. Zuerst durften Juden nicht mehr ins Kino gehen, dann nicht mehr ins Schwimmbad. Sie verloren ihr Hab und Gut. Jüdische Kinder wurden von den Schulen verbannt, dann kam der Gelbe Stern und bald rollten die ersten Züge mit Juden vom Sammellager Westerbork nach Auschwitz. Wer hören konnte, der wusste, was sie erwartete. Der Jude ist die große Gefahr der Menschheit. Und wenn es uns nicht gelingt, ihn auszurotten, dann haben wir den Krieg verloren. Robert Ley, Reichsleiter der NSDAP im niederländischen Heerlen 1942. Es genügt nicht, ihn irgendwo hinzubringen. Es ist genauso, als wenn man die Läuse irgendwo in einen Käfig hineinsperren wollte. Man muss sie vernichten, man muss sie ausrotten. 75% der niederländischen Juden wurden tatsächlich umgebracht. Der höchste Prozentsatz ermordeter Juden in allen besetzten Ländern Westeuropas. Doch es gab auch einige wenige Deutsche in den Niederlanden, die nicht vergaßen, dass ein Mord bleibt. Unter den holländischen Juden kursierte vor allem ein Name: Karl Mayer. Meine Mutter hat gesagt, von Karl Mayer hat sie geredet und ich habe immer einen Eindruck gehabt, dass sie ihn ja sehr geschätzt hat, ja. Ruth van Galen war 14, als Hans Karl Mayer seinen Verwaltungsposten in Den Haag antrat. Ohne ihn hätte sie wahrscheinlich nicht überlebt. Denn er bestätigte ihrer Großmutter amtlich, dass sie schwanger geworden sei durch einen Seitensprung mit einem Arier. Er hat dann unterschrieben, kam mir ganz glaubwürdig vor. Und damit hatten wir zwei nichtjüdische Großeltern und damit waren wir eigentlich gerettet. Hans Karl Mayer, Rechtsanwalt aus Osnabrück, rettete mehr Juden vor der Ermordung als jeder andere Deutsche, betont der Osnabrücker Historiker Joachim Kastan. 3007 Leute, die gerettet wurden. Wenn man das in Relation setzt, der berühmte Oskar Schindler hatte 1200 Leute gerettet. Karl Mayer sah schon früh, was auf die jüdischen Mitbürger zukam. Ablesen konnte es jeder, der nicht die Augen zudrückte, sagte Karl Mayer viele Jahre später. Dass sämtliche Verordnungen auf die Vernichtung der Juden abzielen müssten, dass es sich um eine Schraube handelte, die sich immer tiefer einfressen müsste und dass es in der Logik des nationalsozialistischen Prinzips lag. Dieser Hans Karl Mayer stammte aus Osnabrück, geboren 1903, jüngster Sohn gut betuchter Eltern, der Vater Richter, die Mutter aus altem Kaufmannsgeschlecht. Seine älteren Brüder starben im Ersten Weltkrieg. Student Hans, ein Idealist, schwärmte für links, kurz auch für rechts. 1923 marschierte der Münchner Student beim Hitler-Ludendorff-Putsch mit. Ein kurzes Intermezzo, dann wandte er sich von allem Nationalistischen ab. Mutters Hansemann mauserte sich zu einem flotten Hans, schlank und mit modisch zurückgekämmtem rotem Haar. Er rauchte die Zigarettenmarke North State und trug als besonderes Merkmal Fliege, gerne eine mit Punkten. Karl Mayer liebte sein neues Opel Cabrio mit den roten Sitzen und er liebte die Frauen, nicht nur seine Frau Ruth. Angst kannte er nicht, auch nicht vor den Nationalsozialisten. Er verteidigte Osnabrücker Kommunisten noch vor Gericht, als Hitlers Griff nach der Macht bereits offensichtlich war. Der 30-Jährige bekam Berufsverbot, doch ein Jahr später erhielt er seine Zulassung zurück. 1940 musste er mit in den Krieg. Widerwillig. Obergefreiter Karl Mayer langweilte sich nach dem Blitzkrieg in Holland und wollte auch nicht an anderen Fronten zum Kanonenfutter werden. Da traf er zufällig einen alten Bekannten aus Osnabrück. Der besorgte ihm einen scheinbar ruhigen Job in der Besatzungsverwaltung.
Karl Mayer bezog im März 1941 sein Büro in Den Haag, Hauptabteilung Inneres, und musste in seiner Abteilung darüber entscheiden, ob jüdische Niederländer nach der damals geltenden Logik sogenannte Voll-, Halb- oder Vierteljuden waren. Karl Mayer erkennt 1942 die Bedeutung seiner Dienststelle. Er ist entschlossen, die Judenverfolgung zu sabotieren. Karl Mayers oberster Chef ist der Reichskommissar Arthur Seyß-Inquart, ein Österreicher. Hitler hat sich für eine zivile Besatzungsverwaltung in den Niederlanden entschieden. Seyß-Inquart soll aus den angeblich blutsverwandten Niederländern überzeugte Nazis machen. Doch wie überall im Nazireich gibt es ein Kompetenzwirrwarr. In den Niederlanden will die SS ihre Macht ausdehnen. Diese Rivalität zwischen Seyß-Inquart und SS nutzt Karl Mayer für seine Zwecke, sagte Mordechai Paldiel, ehemals Abteilungsleiter an der Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem. Die SS wollte mehr Kontrolle über die Niederlande. Deshalb hat Seyß-Inquart Karl Mayer vor der SS beschützt, nicht ohne sich abzusichern. Seyß-Inquart fragte Karl Mayer: Are you sure that those people on your list are really Mischlinge? Und Karl Mayer sagte: Ja, ich bin sicher, sie sind Zweifelsfälle, wir sollten warten. Und Seyß-Inquart sagte: Okay, ich gebe Ihnen meine Unterstützung, aber seien Sie vorsichtig, dass nicht zu viele auf Ihren Listen stehen. Hans Karl Mayer argumentierte so: Wenn man Juden eindeutig klassifizieren will, dann muss man das auch mit deutscher Gründlichkeit tun. Deshalb schuf Karl Mayer eine Entscheidungsstelle in Zweifelsfällen der Abstammung. Im Deutschen Reich gab es so etwas nicht. Dort konnte man rechtlich gegen seine Eingruppierung nichts machen. In den Niederlanden schon. Und der faktische Richter hieß Hans Karl Mayer. Es war nur die Narrenfreiheit, die mir erlaubte, das Rettungsboot, das ich gefunden hatte und zu dem ich weitere Stämme heranzog, dass dieses Boot nicht von dritter Hand, also von der SS, zum Sinken gebracht wurde. Karl Mayers Team aus bis zu 7 Mitarbeitern entwickelte eine kreative Rettungsbürokratie. Der wichtigste Trick zur Judenrettung war die sogenannte Seitensprungarisierung. Meine Großmutter und ihre Schwester haben dann geschworen, dass der Herr Blumenthal nicht mein Großvater sei, sondern ein anderer Herr. Als der Stempel dann kam, habe ich natürlich gefeiert, sagte Lauren Nussbaum, die nach dem Krieg Literaturprofessorin in den USA wurde. Durch den erfundenen arischen Seitensprung ihrer Oma wurde auch ihre Mutter eine Arierin. Meine Mutter war plötzlich rein arisch, schreckliches Wort, aber so hieß das damals. Dadurch wurden meine Schwester und ich Halbjuden und dadurch war mein Vater auch gedeckt als Vater einer Familie mit minderjährigen Kindern. Karl Mayer konnte wahrscheinlich nicht alle Anträge positiv entscheiden, denn dann wäre er aufgeflogen. Aber eine neue Doktorarbeit aus den Niederlanden zeigt, dass er prozentual noch mehr Menschen retten konnte als ursprünglich angenommen. Für Historiker Joachim Kastan unterstreicht die Arbeit, wie effektiv Karl Mayer den Holocaust in den Niederlanden sabotierte. Es wurden 3007 Leute gerettet. Das entspricht einem Satz von 79%. Also bisher waren wir von 65% ausgegangen. Bei 10 weiteren Prozent kann man nicht absehen, wie entschieden wurde. Aufgrund der Aktenlage ist das unklar. Und bei 11% ist es eindeutig, dass das Ganze abgelehnt wurde, dass der Petent einen negativen Bescheid gekriegt hat. Was aber auch nicht bedeutete, dass diese Menschen alle deportiert und umgebracht wurden. Es ist mehrfach überliefert, dass die Dienststelle Karl Mayer Leute angerufen hat, die einen negativen Bescheid erwarteten. Und die sozusagen gewarnt hat, dass sie schnellstens untertauchen sollten. In besonders heiklen Fällen zog Karl Mayer den Kieler Anthropologen Professor Hans Weinert hinzu. Karl Mayer wusste, dass der morphiumabhängig war und ständig viel Geld brauchte. Gegen immense Honorare bescheinigte Weinert fast immer Merkmale, die gegen eine jüdische Abstammung sprechen sollten. Bei einer jüdischen Schriftstellerin fand er zwar die Nase auffallend jüdisch groß, aber weil sie keine angeblich typischen jüdischen Plattfüße hatte, befand er auf Mischling. Indianisches Erbgut jubelte er ihr auch noch unter. Makabere Spielchen eines Drogenabhängigen, in denen es immer um Menschenleben ging. Nach dem Krieg behielt Weinert übrigens seinen Lehrstuhl in Kiel.
Selbst wenn Kallmeyer nicht auf Mischling entscheiden konnte, hatten die bewusst langen Verfahren doch einen Vorteil, Zeit zu gewinnen. Ungefähr 6 Monate hat es gedauert, erinnerte sich Ruth von Rahlen. 6 bis 9 Monate in der Zeit konnten sie probieren, unterzutauchen, aber untertauchen war nicht so leicht. Menschen, die kein Geld hatten, konnten meistens nicht untertauchen. Sich verstecken, so wie die Familie von Anne Frank, das war der letzte Ausweg. Wie viele so überlebten, man weiß es nicht genau. Hans Kallmeyer ging ein hohes persönliches Risiko ein. Aus dem schneidigen, humorvollen Lebemann der Vorkriegszeit wurde ein Bürokrat der Menschenrettung, der sich ständig verstellte, sich verbal als hitlertreuer, korrekter deutscher Staatsdiener gab, um seine Ziele zu erreichen. Dennoch holte die SS 1944 zum Gegenschlag aus, sagt Historiker Joachim Kastan. Es gibt ein Dokument aus dem September 1944 vom Sicherheitsdienst und darin ist die Rede, dass es in den Niederlanden einen riesigen Abstammungsschwindel gibt und dass sämtliche Fälle der Dienststelle Kallmeyer nochmal untersucht werden sollten. Nur die nahe Front rettete Kallmeyer wahrscheinlich vor der Enttarnung. Schlag der Nazi auf den Kopf. Ein hoher deutscher Besatzungsfunktionär als Judenretter, das wollte bei Kriegsende in den Niederlanden niemand glauben. Kallmeyer kam in ein Internierungslager, 17 Monate in Scheveningen zusammen mit wirklichen Kriegsverbrechern, unter erbärmlichen Umständen. Er ist nämlich angeklagt nach dem Krieg als Kriegsverbrecher und ist verhört und man hat geurteilt, dass es nicht wahr ist. Nach dem Freispruch ging Kallmeyer zurück nach Osnabrück. Er arbeitete wieder als Anwalt, aber er war verschlossener, ernster geworden und traf auf viel Feindseligkeit. Es war sogar so, dass die Leute, die wussten, was er eigentlich getan hat, die haben zum Teil die Straßenseite gewechselt. Mit seiner Frau Ruth hatte er vor der Nazizeit einen Sohn bekommen. 1953 folgte noch ein unehelicher Sohn mit seiner großen Liebe. Trotzdem blieben Kallmeyer und seine Frau zusammen. Aktuell plant die Stadt Osnabrück, aus der ehemaligen NSDAP-Parteizentrale in der Stadt ein Museum mit Friedenszentrum zu machen. Der Name könnte Kallmeyer-Haus lauten. Dagegen sprechen sich vor allem 250 Niederländer in einer Petition aus. Eine Begründung: Kallmeyer habe sich schuldig gemacht, weil er nicht alle Antragsteller gerettet habe, sagt der Initiator und Journalist Hans Knob. Die Benennung eines Museums nach Kallmeyer verharmlost die Verbrechen der Nazis. Es wird fälschlicherweise der Eindruck erweckt, dass es auch gute Nazis gab. Es beginnt mit einem Kallmeyer-Museum und endet mit einer Albert-Speer-Fakultät an einer Universität. Kallmeyer, so auch deutsche Historiker, sei ein Rädchen im Vernichtungsgetriebe gewesen. Historiker Kastan, der schon 3 Ausstellungen über Kallmeyer zusammengestellt hat, spricht sich für die Namensgebung aus. Ich denke, dieses Haus sollte auf jeden Fall Kallmeyer-Haus genannt werden. Wenn man in diesem Haus darstellt, in welcher Zerrissenheit er diese Entscheidungen getätigt hat und welchen Mut er gehabt hat, ist doch eigentlich viel interessanter als der einsame strahlende Held. Und ich denke, einsame strahlende Helden gibt es sowieso nicht. Hans Kallmeyer verstand sich nie als Held. Er litt darunter, dass sein Rettungsboot, wie er sagte, zu klein war. 1972 starb Hans Kallmeyer an Herzversagen. Er wurde 69 Jahre alt. Der erfolgreichste deutsche Judenretter erlebte nicht mehr, dass er später als ein Gerechter unter den Völkern in der israelischen Gedenkstätte Yad Vashem aufgenommen wurde. Kallmeyer starb vielmehr mit dem Gefühl, dass in der Bundesrepublik Antinazis nicht viel galten. Einige Jahre vor seinem Tod formulierte er das so: Man war sehr allein. Man vertraute sich rückhaltslos anderen Landsleuten an und fand keinerlei Verständnis dafür. Im Zeitzeichen erinnerte Heiner Wember an Hans Kallmeyer, der heute vor 50 Jahren gestorben ist. Redaktion: David Rother. Zeitzeichen morgen über den norwegischen Komponisten Edvard Grieg. Zeitzeichen. Täglich morgens um 9:45 auf WDR 5 und abends um 5:45 auf WDR 3. Und jederzeit hier im Netz. WDR.de.